Eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist das Thema, ob man bestimmte Nährstoffe, Vitamine, Mineralien überdosieren kann. Also kann ich Vitamin D überdosieren? Kann ich Vitamin C überdosieren? Wie ist es bei Jod? Kann ich da zu viel nehmen? Wie ist es bei Magnesium? Oder bei tausend anderen Sachen? Alles Mögliche, was man so nehmen kann. Und häufig ist es ja so, dass viele Menschen eine größere Dosis nehmen wollen oder nehmen sollten, ja, aus irgendwelchen Gründen, weil sie irgendwelche Ziele erreichen wollen. Und da kommt eben häufig diese Frage, ob diese Überdosis, diese scheinbare Überdosis nicht gefährlich sein kann. Und die Frage erstmal, gibt es Überdosierungen? Ja, klar gibt es die. Also man kann alles überdosieren. Man kann auch Wasser überdosieren. Also wenn ich jetzt innerhalb von einer Viertelstunde 10 oder 15 Liter Wasser trinke, dann werde ich ein großes Problem haben. Und aber deswegen muss ich ja jetzt nicht anfangen, vor der Gefährlichkeit von Wasser zu warnen. Also das ist ja ein ganz schöner Blödsinn. Und deswegen, ja, es gibt auf jeden Fall Überdosierungen, aber die Frage ist, ist das jetzt nur im Prinzip ein theoretisches Gespinst oder ist das wirklich praxisrelevant? Und man kann eigentlich bei jedem Nährstoff sagen, dass es vier Dosisbereiche allgemein gibt. Es gibt einmal eine so kleine Dosis, dass sie toxisch ist, weil die Dosis ja so gering ist, dass der Nährstoff ja viel zu wenig bei uns im Körper dann vorhanden ist und irgendwelche Körperprozesse, die mit diesem Nährstoff zusammenhängen, einfach nicht funktionieren oder nicht ablaufen können. Also das ist ein toxischer Unterdosierungsbereich. Dann gibt es einen prophylaktischen Bereich. Das heißt, man nimmt eine ordentliche Dosis zu sich und bekommt immer wieder so viel in den Körper hinein, wie der Körper auch verbraucht, ungefähr. Das heißt, dass diese ganzen Körperprozesse, die davon abhängig sind, von diesem einen Nährstoff gut ablaufen können. Und damit kann man natürlich auch mehr oder weniger die Krankheiten, die mit einem solchen Nährstoffmangel assoziiert sind, also zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen bei Jod, ist eine sehr häufige Sache. Die kann man natürlich dann prophylaktisch verhindern, sozusagen. Genau. Und dann gibt es die dritte Dosis, den dritten Bereich, und das ist der therapeutische Bereich. Da nimmt man also nochmal viel größere Mengen ein, wie in dem prophylaktischen Bereich. Und damit kann man natürlich dann Erkrankungen, die mit diesem Nährstoff zusammenhängen, unter Umständen wieder rückgängig machen. Das geht natürlich nicht mit der prophylaktischen Dosis, weil die reicht ja nur, wenn wir, solange wir gesund sind in dem Sinne. Aber wenn wir einmal irgendwie erkrankt sind oder halt aus der Balance geraten sind, dann braucht der Körper entsprechend mehr von diesem Nährstoff, um eben wieder zurück in die Spur zu finden. Das ist ja auch relativ logisch. Das ist die therapeutische Dosis. Und dann gibt es natürlich wieder die toxische Dosis über der therapeutischen, die ist dann nochmal sehr viel weiter oben drüber. Und die ist dann wenn man dann viel zu viel nimmt, dann hat man natürlich wieder eine toxische Wirkung davon. Und jetzt ist die Frage, wo beginnen denn diese Überdosierungen? Also ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Vitamin C. Vitamin C wird uns empfohlen in Deutschland ungefähr 100 Milligramm. 100 Milligramm. Das heißt 0,1 Gramm ungefähr. Und das ist so die offizielle Empfehlung. Und da gibt es eben ja, diverse Forscher und Nobelpreisträger Linus Pauling ist einer von denen und der hat mehrere Jahrzehnte lang jeden Tag 10 Gramm genommen. Also jeden Tag das Hundertfache von der empfohlenen Tagesdosis. Und der Kollege ist recht alt geworden, über 90 und hat auch quasi bis kurz vor seinem Tod noch ganz normal gearbeitet, Vorträge gehalten und alles Mögliche gemacht. Beim Thema Jod kann man auch ein Beispiel nennen. Da gibt es auch eine Verzehrempfehlung, die liegt bei 150 Mikrogramm. Und ich selber und auch einige in meinem Umfeld haben diese Dosis teilweise 500-fach überschritten. Und nicht nur einmal, sondern teilweise Wochen oder Monate lang, jeden Tag. Also ich selber habe bis 100 Milligramm genommen. Das ist ja dann das 700-fache ungefähr von der empfohlenen Tagesdosis. Das habe ich mehrere Tage lang gemacht. Und 50 Milligramm, also das 300-fache, bisschen mehr wie 300-fache, habe ich 2 Monate lang jeden Tag gemacht. Und ich habe nur positive Effekte gehabt davon. Also die Überdosis scheint wohl noch weiter oben zu liegen als beim 300- oder 500-fachen beim Thema Jod. Oder beim Thema Vitamin D gibt es auch das sogenannte Coimbra-Protokoll. Das geht gegen bestimmte Autoimmunerkrankungen und da nehmen die Leute jeden Tag 300.000 internationale Einheiten. 300.000, das ist auch das 300-fache von dem, was offiziell empfohlen wird. Und das nehmen die monatelang und das hat eine gute Wirkung und zeigt gute Resultate bei diversen Autoimmunerkrankungen. Und das sind jetzt mal so ein paar konkrete Beispiele. Und ja, wenn man sich als nächstes die Frage stellt, wo diese Dosierungsempfehlungen herkommen, also wie die zustande kommen,
dann versteht man natürlich auch, warum diese Empfehlungen häufig relativ niedrig angesetzt sind. Das kann man relativ logisch nachvollziehen, warum das so ist. Aber es bringt uns halt nicht viel, weil wir damit nur, ja, ich sag mal, die größten Mangelerkrankungen, Mangelerscheinungen möglicherweise verhindern können, aber eben nicht vollumfänglich gut versorgt sind mit diesem Nährstoff. Und wie es zu diesen Dosierempfehlungen kommt und wie sinnvoll die dann wirklich sind, dazu im nächsten Video.